Minecraft nicht schön sein. Und ganze Jahre können auch sehr schön sein. Zum Beispiel das Jahr 2013, was gerade zu Ende geht. Genauso wie dieser Tag gerade zu Ende geht. Oder eher diese Nacht, denn das ist der Mond. Und ich bin schon bescheuert, weil ich den Mond für die Sonne gehalten habe. Aber erstmal hallo und herzlich willkommen zu meiner Silvester-Ansprache, die ich auf Wunsch in der Last Minute gemacht habe. Denn wir haben gerade 18.50 Uhr und ich habe noch 5 von euch angeschrieben, die sagten irgendwie, die waren so ein bisschen verunsichert und dachten irgendwie, was, kommt von dir gar kein Silvestergerede, das machen noch so viele, von dir würde ich jetzt auserwählen hören. Dann dachte ich mir, ah komm, weißt du was, schickst du alle nach Hause, machst du das jetzt? Nein, ist noch gar keiner gekommen. Aber ich wollte mir einfach mal ein wenig Zeit nehmen, um euch zu sagen, weswegen ich als Let's Player überhaupt hier bin und wieso das so genial gerade aussieht mit dem Nebel und was weiß ich. Was öfter haben. Wenn jetzt nicht nur die Framerate so im Keller wäre, dass ich kotzen könnte, dann wäre ja alles richtig wunderbar. Das ist übrigens meine Vorwelt, die Vorwelt von der Let's Play-Welt, auf der ich immer mit so ein paar Leuten über einen Hamachi-Gesundheit-Server gespielt habe. War die Verbindung natürlich nie so ganz gut, aber naja. Ich war meistens immer der Einzige, der gespielt hat, aber da gab es dann so ein paar Spezialisten, die haben mir dann immer beim Holz sammeln, beim Minen und so, wenn sie denn mal Interesse hatten an Minecraft, dann mitgemacht. Da hinten auch so einen schicken Leuchtturm, der irgendwie ein bisschen kaputt ist. Der Kaktus des Todes, der natürlich vom Jan stammt, den kennt man aus einem Let's Play Together von Slender Elementary, ich weiß es nicht. Ich glaube, es war Elementary, ich bin mir aber nicht sicher. Und da die Penismühle, die heißt Penismühle, weil sie vorher aussah wie ein Penis. Ist auch wunderschön. Hier mein schickes Haupthaus. Aber das haben wir ja schon alles im Intro gerade gesehen, ne? Das Intro war übrigens so ein kleines Projekt. Das hätte ich The Beauty of Minecraft genannt, getauft. Das ist zumindest der Projektbearbeitungsname. Hat mich ein bisschen gedauert. Ist auch nur ein absoluter Prototyp. Aber jetzt ist es soweit, dass ich was Großartiges brauche. Und ich dachte mir, komm, das fand ich großartig, aber es ist wunderschön. Dann nehmen wir das doch am besten. Man kann sogar da hinten schon ein ganz kleines Stückchen vom letzten Gebauten sehen. Ist das nicht wundervoll? Die Tierschlachtfarm, auf der noch kein Tier geschlachtet wurde. Hier fehlt noch ein Kentucky Fried Chicken auf der Map, auf jeden Fall. Jan und ich haben mal eine Karte gebaut. Da haben wir so ein ganz kleines Häuschen gebaut. Das sieht aus wie ein Huhn. Und da waren ganz viele Hühner in so einem kleinen Wasserbecken anschwimmen. Und da oben waren so ein paar Wurfmaschinen. Da konntest du dann die Eier reintun, die die Hühner die ganze Zeit natürlich legen. Konntest du da reintun. Die wurden dann einfach mit Aggression von so einem elektrischen Mechanismus voll an die Wand geklatscht. Und dann waren da wieder neue kleine Babyhühnchen. Die haben dann weiter Eier gelegt. Und das ging dann immer so weiter, bis so viele Eier da waren, dass man in den Raum reingegangen ist und das Spiel ist gecrashed, weil das Spiel nicht mehr drauf klarkam. Aber das ist eine andere Geschichte. Meine Geschichte als Let's Player. Wieso habe ich das Let's Playen angefangen, haben mich ein paar Leute gefragt. Das wird jetzt schwierig, das ohne Fehler alles aufzusagen, denn ich habe nicht vor, das zu schneiden, denn das ist ja auch ein bisschen was Persönliches. Wie habe ich angefangen? Da muss ich jetzt selber nachdenken. Ich meine, es war, weil ich mit einer ganzen Menge Leute damals DayZ gespielt habe, die das Spiel nicht hatten oder die keinen Weg hatten, an das Spiel ranzukommen, weil sie keine Kreditkarte hatten oder was weiß ich. Haben dann immer ihre Eltern angebettelt und was weiß ich. Oder hatten dann das Mikrofon nicht, auf dem PC lief es nicht und was weiß ich. Aber damals war ja dieser DayZ-Hype und alles da. Das ist ungefähr 1,5 Jahre jetzt, glaube ich, hier. Und dann habe ich für die Leute immer bei Skype die schicke Bildschirmübertragung genommen. Und zwar hatten die Spezialisten, ne? Du Spezialist, wenn du dir das gerade anguckst, kein Headset. Das heißt, ich war der Einzige, der dann da irgendwie gelabert hat. Das heißt, wir hatten die Bildschirmübertragung an, oder ich hatte sie an. Alle haben halt geguckt, was ich da so mache. Ich bin dann da rumgerannt, hab ein bisschen gelabert, meine typischen Flachwitze erzählt. Die konnte ich auch schon damals, nur halt noch ein bisschen flacher, ne? Die waren dann noch niveauloser als heutzutage. Auch wenn sie heutzutage schon sehr niveaulos sind. Und ja, dann wurde mir irgendwie so mehrmals an den Kopf geworfen. Ey, du Sau! Eigentlich nicht. Eigentlich haben sie gesagt, ja, keine Ahnung, du machst das voll lustig, mach doch mal Let's Plays. Ich hatte mir, wie, ich mach das lustig, ich habe jetzt einfach nur eine Bildschirmübertragung an. Und da dachte ich mir irgendwann, ja, so oft wie ihr mir das jetzt erzählt habt, also sagte ich nicht zu denen, so habe ich mir selber gedacht, aber so oft wie die mir das jetzt erzählt haben, probierst du es einfach mal. Suchst dir dein Lieblingsspiel aus, was ist dein Lieblingsspiel? Ja, ganz klar, Frontschweine, hast du dir ja frisch für den PC gekauft, klopfst du mal direkt rein und probierst einfach mal, ne? Ja, erste Aufnahme auch direkt hochgeladen und dann hatte ich so ein paar... Ich will nicht erste Fans sagen, sondern die einzigen, die wirklich meine Videos damals geguckt haben, waren der liebe Tim. Der hat meine Videos geschaut, weil der mich auch so ein bisschen dazu animiert hat. Und die liebe Kim.
Kim on the Rocks kann man auch wahrscheinlich auf dem YouTube-Channel irgendwo finden. Die hat da auch so ein schickes Video drauf, wo sie Bilder von ihr zeigt. Muss ja auch irgendjemand mal machen, ne? Sowas muss ja auch geben. Und die beiden haben zumindest gesagt, dass sie meine Videos schauen. Haben dann auch so ein paar Kommentare drunter gesetzt. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich gemacht haben oder ob sie mich einfach nur dabei unterstützen wollten. Was auch immer von beiden der Fall war, ich sag einfach mal Danke an der Stelle, denn ohne euch, ich weiß nicht, wie lange das so gegangen wäre, denn ich hatte ja immer meine Let's Play-Karriere in dem Jahr, ich bin ja jetzt seit einem Jahr dabei, war so ein bisschen, ist nicht wie eine Rakete nach oben geballert, ne? Sondern die ersten, sagen wir mal, 6-7 Monate waren richtig flach, während ich dann andere Let's Player gesehen haben, die dann irgendwie so ein 500-Abonnenten-Special machen. Ja, meine lieben Freunde, ich bin jetzt schon seit einer Woche dabei. Wir haben schon 500 Abonnenten erreicht. Und ich sitze da. Was zum Fisch? Wie zur... Ich hatte echt keine Ahnung, was da abging. Und ich stehe dann da mit meinen 18 Abonnenten. Yeah! Und vor allen Dingen, vorher hatte ich 16 Abonnenten. Ich glaube, die beiden waren Tim und hier die liebe Kim. Die Kim on the Rocks. Die mich dann noch mit abonniert haben. Und ja, dann wuchs meine Fangemeinschaft so ein bisschen durch den Freundeskreis, also durch so 4-5 Leute, denn ich wollte das so in meinem Freundeskreis nicht aktiv haben. Also ich habe, glaube ich, nur 4-5 Leute oder so aus meinem Freundeskreis, die davon wissen und die das auch gucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt nicht zu wenig sind. Sagen wir mal 7 Stück, mehr sind es auf jeden Fall nicht. Und die haben halt dann so ein bisschen meine Videos geguckt, mich da so ein bisschen drauf angelabert. Und dann hat es ja halt auch irgendwann Spaß gemacht, weil man so ein bisschen dachte, guck mal, man kriegt auch Feedback, zwar von seinen Freunden, von dem man sowieso sonst für irgendwelche Sachen Feedback kriegt, aber halt für irgendeine Sache, die du im Internet machst, womit du vielleicht irgendwann mal eine riesige Fangemeinschaft hast, oder wenigstens so kleine, die sich das dann angucken wollen. Und das hat echt sowas von Spaß gemacht. Und irgendwann kam ihr dann, dann haben wir irgendwann die 68 Abonnenten erreicht. Das war meine Hasszahl, sagen wir es so. Weil 68 ist ja schon eine Menge, da habe ich mich auch gefreut. Aber ich saß 3 Monate auf dieser Zahl 68 fest. Und zwar, es kam einfach nichts dazu. Jedes Mal, wenn ein Abonnent irgendwie so mal nach 2 Wochen dazugekommen ist, ist eine Stunde später wieder einer gegangen. Und wenn einer weggegangen ist, kam eine Stunde später wieder einer dazu. Also diese Zahl 68 war ganz konstant. Ich habe nur einmal für 5 Sekunden oder so, nach dem Aktualisieren war das wieder auf 68, gesehen, dass einer mehr da war und dann war es wieder weg. Ne? Also konstant auf 68. Und da habe ich dann so ein bisschen gezweifelt, dachte mir, geht's jetzt hier überhaupt weiter? Aber da waren auch so ein paar liebe Spezialisten. Und zwar der größte Spezialist, den ich da natürlich aus dem Kopf jetzt rausschütteln könnte, wäre natürlich der Someone. Der war da, als ich mit meinem Scribblenauts Let's Play angefangen habe, wenn nicht sogar schon vorher, denn er hat mich anscheinend durch Frontschweine kennengelernt. Doch, ich glaube, da habe ich gerade mit Scribblenauts angefangen. Und der ist ja echt seit damals, ich glaube, der ist jetzt schon... Also du, lieber Someone, du bist jetzt, glaube ich, schon seit 8 Monaten mit auf meinem Kanal oder 9 oder 10... Oder 11 oder 12 kann nicht sein, denn ich bin jetzt ungefähr seit einem Jahr und einem Monat mit dabei. Und es macht so einen Spaß. Aber danke, mein lieber Samon. Du hast mich wirklich durch so einige Tage gedacht, wo ich mir dachte, nee, ich glaube, mit mir und Let's Playen wird nichts, ne? Aber mittlerweile ist das echt zu meiner, ich will nicht nur sagen zu meinem Hobby, sondern auch zu meiner Leidenschaft geworden. Denn sich einfach hier vorsetzen und dann zu denken, das ist so, als ob du... als ob du vorher das Fernsehen angemacht hättest und dann läuft da irgendwie We Are Family und du greifst dir an den Kopf, denkst dir, ah, was ist das? Gibt's kein vernünftiges Programm mehr? Und du setzt dich an den Bildschirm und machst irgendwas, was Leute lieber gucken als den, diese interessanten Sendungen. Ich will nichts Falsches sagen, gibt bestimmt Leute, die lieben diese Sendung wegen den, super echten Dramen, die absolut nicht geschauspielert sind und was weiß ich. Und die Supernanny auch absolut toll. Mit vergifteten Hunden. Nein, das ist ja. Ist gut, ne? Auf jeden Fall möchte ich mich bei euch allen auch dafür bedanken. Da gibt es jetzt bestimmt so ein paar Leute, die fragen, warum hat er mich denn nicht erwähnt? Ich war ja noch bei der Zahl 68. Und ab da geht es ja weiter. Dann kamen noch viele andere von euch. Und zwar gab es einen speziellen Tag, als ich mit dem Gewinnspiel angefangen habe. War das mit dem Gewinnspiel? Ich meine ja. Als ich mit dem Gewinnspiel angefangen habe. Ah ne, Moment, kleiner Punkt zurück. Es gab einen Tag, da hat der liebe Luca Beat, den ich mich irgendwann auf Xbox Live kennengelernt habe, der mich dann so angelabert hat und dann rausgefunden hat, dass ich einen YouTube-Kanal hatte und mich dann da auch so ein bisschen supportet hat, der hat dann irgendwann angefangen, einmal Werbung für mich zu machen. Und das ist so durchgeschlagen. Ich hatte einen Tag 20, 30 Abonnenten oder so dazu, nachdem ich die ganze Zeit auf 68 war und ich bin so ausgetickt. Ich bin so ausgerastet, hab mich so gefreut. Und...
ab da ging es dann so ein bisschen bergauf. Dann ging's, dann kam zum Beispiel die Steffi, die ich jetzt heutzutage auch noch kenne, die kam dann damit dazu. Und noch so viele. Da gibt es so viele, die ich von euch jetzt auch noch erwähnen würde. Auf jeden Fall, ich erzähle einfach mal weiter. Der zweite Schwung, den ich dann jemals hatte, kam natürlich mit dem Gewinnspiel. Aber wo viele von euch dann auch sagen, da sind bestimmt nur 90% der Abonnenten, die da dazugekommen sind, sind nur wegen den Spielen hier. Ich muss ganz ehrlich sagen, so lange wie ich das ausgereizt habe, ich habe in der Zeit, glaube ich, 150 Abonnenten dazugekriegt und 90 verloren oder sowas in der Zeit. Das heißt, diese 90 haben wahrscheinlich direkt darauf gewartet, dass ich so, hey, hier, Junge, nimm die Codes und verpiss dich. Okay, so bin ich eigentlich gar nicht. Aber halt so unter dem Motto, dass ich direkt am nächsten Tag, ja, hier sind die Codes, schreibt das, wer das Wort Penis als erstes in die Kommentare schreibt, kriegt Fallout 3 geschenkt. Das ist jetzt nachgestellt, ne, das wird nicht ganz passieren, denn dafür habe ich ja noch ein Gewinnspiel in petto. Immer noch, ne. Aber ich habe so lange rausgezögert, bis die dann alle gegangen sind. Was ich gut finde, denn irgendwie, ich mache das nicht, um einfach nur irgendeine Zahl oben zu haben. Wo es ja auch viele Leute gibt, die hier Sub for Sub machen. Ein Abo gegen Abo. Kriege ich auch jeden Tag irgendwie eine Nachricht. Ja, cooler Kanal, wenn du willst, kannst du mich auch abonnieren. Und wenn ich das nicht tue, deabonnieren sie mich am nächsten Tag. Mache ich aber trotzdem nie, denn es ist nur eine Zahl. Wenn da jetzt auch stehen würde, ich hätte 20.000 Abonnenten. Das wäre schön und gut, ja, dann würden vielleicht manche sagen, boah, er hat voll viel erreicht auf YouTube und sowas. Aber ich sehe das eher von den Leuten, die wirklich Kommentare schreiben, ab und zu auch mal ein Like da lassen. Das ist zwar immer so ein bisschen stealth-mäßiger, ne, dann weiß ja nicht, wer das war. Aber halt die Leute, die Kommentare immer hinterlassen und mich einfach dann jeden Tag zum Schmunzeln bringen, wenn ich irgendwie mal, was weiß ich, an mir selber zweifle, an meiner Let's-Play-Karriere zweifle. Denn sowas kommt oft auf. Und ihr helft mir dann einfach jedes Mal mit dadurch, es ist einfach genial. Und alle, die dauerhaft Kommentare schreiben, bei denen möchte ich mich auch nochmal bedanken. Ihr seid klasse und ihr habt mir bestimmt schon 50 Mal den Arsch gerettet, was meine Let's-Play-Karriere angeht. Und vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus, denn meine Let's-Play-Sachen helfen mir auch so ein bisschen in meinem, nennen wir es mal, privatem Leben, ne? So privat ist das ja nicht, weil ich mal Witze darüber in meinen Let's-Plays reiße. Muss ja auch mal irgendwie sein, ne? Muss ja auch mal sein. Und das war halt der nächste große Schub. Und der allerletzte große Schub, den ich jemals hatte, ist ja, als ich mich mit TGN hab partnern lassen. Da hat mich ja der liebe Arne Kim angeschrieben und sagte mir, ja, du kannst das ganz gut und super und so. Werd doch mal Partner von TGN. Dann habe ich ja so ein bisschen gefragt, was ich denn dafür so machen muss. Und ja, im Endeffekt habe ich mich mit denen gepartnert. So eine schicke kleine Software von denen bekommen. Ist auch auf deren Seite ausgehängt, deswegen glaube ich, dass ich darüber plappern darf, nicht, dass ich mich verplapper. Die optimiert halt so ein bisschen die Tags. Das heißt, du machst einen Titel, eine Beschreibung und alles und der sucht sich dann so Stichwörter daraus und füllt dann die Tagleiste damit. Was ich gut finde, denn ich bin absolut Tag-Schreibfaul. Ich habe, glaube ich, wenn ihr mal Fallout 3 durchsehen könntet, ich habe das ja auch privat gestellt, damit ich damit keiner auf den Sack gehe. Was weiß ich, wenn da ein Supermutant drin vorkommt, schreibe ich da Supermutant rein. Wenn die Folge Supermutanten Arschtritt Party heißt, ist da ein Tag drin, heißt Supermutanten Arschtritt Party. Und dieser Tag, wenn er da tatsächlich noch reinpasst, erstreckt sich wahrscheinlich über das ganze Let's Play in der Tagbox. Weil ich habe einfach immer die Tags vom vorherigen Video ins nächste kopiert. Was eigentlich, wenn man so darüber nachdenkt, völlig idiotisch ist. Denn das sind immer dieselben Schlüsselwörter. Und die werden erst, du wirst nicht weiter oben angezeigt, nur weil du 50 Trillionen Videos mit denselben Tags hast, sondern nur, wenn diese wirklich beliebt sind. Das heißt, eigentlich werden unterschiedliche Tags immer toll, aber ich bin da zu faul für. Und jetzt habe ich diese schicke Maschine, klickst da drauf, Video optimieren und publish und bam, der hat das alles optimiert und ich feiere das jedes Mal. Und seitdem kriege ich jeden Tag 1 bis 3 Abonnenten dazu. Das heißt, ab jetzt wachsen wir. Ich hatte eigentlich noch die Hoffnung, dass wir noch bis zu Silvester die 300 schaffen. Aber hallo, 290, bevor da die Gewinnspielaktion und was weiß ich kam, mein Aboschub, hätte ich gedacht, ich wäre jetzt immer noch auf 68 oder sowas. Aber ist doch super, oder? Danke, lieber Arne Kim, dass du mich gefunden hast. Dafür kann man sich zwar schlecht bedanken, das war zwar Schicksal, aber naja, haben wir auch nachher ein schickes Let's Play aufgenommen, hier Let's Play Nether. Also habe ich mich ja auch so ein bisschen revanchiert, ne? Auf jeden Fall möchte ich mich bei allen bedanken, was ich jetzt schon 50 Mal gesagt habe, aber ich kann das nicht oft genug sagen, die dauerhaft meine Videos gucken, mich supporten und mich hier durchbringen, mich so ein bisschen mit hier durchboxen.
Denn ich weiß nicht, ob ich alleine die Kraft dazu gehabt hätte. Aber durch euch habe ich sie halt gehabt. Und wie ich das schon gesagt habe, dafür bin ich euch sehr dankbar. Und die Kraft, die ich auch noch habe, ist die Kraft, dass ich durch wenig Zeit, also durch ein bisschen Zeitdruck, es geschafft habe, die ganze Aufnahme etwas zu übersteuern. Aber ich hoffe mal, dass ihr mir das nachseht, denn ich habe echt nicht mehr wirklich viel Zeit. Das kommt so gerade noch pünktlich und von ein paar Anfragen von euch, darauf wollte ich natürlich nicht mit ignorieren reagieren, auch wenn man mit ignorieren nicht reagieren kann, sondern ich wollte so ein kleines Silvestergebrabbel machen. Und hier ist es. Ich hoffe, ihr hattet Freude dran und das hat euch so ein bisschen so einen Einblick gegeben, wie ich mit meinen Let's Play-Gedönsen angefangen habe. Wir können das Ganze gerne auch nochmal fortsetzen, dass ich euch nochmal in andere Bereiche meines Let's Play-Daseins so ein paar Informationen gebe. Dazu können wir nochmal ein extra Video machen. Vielleicht auch zum ersten vom Jahr 2014. Das ist ja auch ein spezieller Tag, denn es ist der erste Tag von 2014. Naja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Euch einen wunderschönen Start in das Jahr 2014 und noch einen wunderschönen Rest von dem Jahr 2013. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Jahr. Nicht wahr, Tim? Klar, auf jeden Fall. Da habt ihr es gehört, wenn ihr es überhaupt gehört habt. Wie gesagt, euch ein wunderschönes Jahr und wir sehen uns. Schönes Silvester und ciao.